Hier sind wir jetzt bei VW beim ID3. Wenn es nach VW geht, ist das ja das Auto der Zukunft. Auch wenn man nicht recht viel sieht, ich mache dann noch ein paar andere Bilder. Die Empore hier ist gerade eröffnet worden. Es ist unglaublich, wie viele Leute auf einen Schlag heraufgelaufen sind. Man hat schon Leute gehört, die dann gesagt haben, oh, jetzt ist da schon wieder so viel los, jetzt können wir den wieder nicht anschauen. Und so ist es wirklich, so wie es ausschaut, komplett im ganzen E-Bereich. Was für mich sehr überraschend ist, weil vor 2 Jahren hätte das ja niemals einer gedacht, dass E so gut ankommt. Und die E-Kritiker, die vielleicht das Video sehen, werden es nicht verstehen, warum. Fahrt mal eine Runde, dann wisst ihr warum. Der ID3, das ist ja der erste von VW. Eigentlich ja nicht, weil es gibt ja den E-Golf, aber das ist ein eigenentwickeltes Fahrzeug. Ich muss euch nichts erzählen, ihr wisst über das Auto wahrscheinlich mehr wie ich. MEB-Baureihe, also Plattform, ist der erste von vielen. Ein Seat haben wir unten, den blende ich hier mit ein. Auch der basiert ja auf das gleiche System. Es gibt 3 verschiedene Akkugrößen. Die Edition One, die First Edition, ist ja im Endeffekt schon ausverkauft. 30.000 Vorbestellungen sind da schon reingekommen. Oder wahrscheinlich sogar über 30.000. Das Auto wird man jetzt demnächst erst einmal gar nicht kriegen, auch wenn es rauskommt. Ist das ein schönes Auto? Geschmackssache. Mir gefällt er jetzt eigentlich schon ganz gut. Allerdings, ja, er schaut nicht ganz so peppig aus, wie es in der Studie mal angezeigt war. Ja, man sieht, dass man nichts sieht.